versuche ich das möglichst exakt die Oberkante zu treffen. Das ist nicht ganz einfach. So, war ein Zentimeter drunter. Da haben wir jetzt eine Hypotenuse von 2,83 Meter ist die Länge. So, und jetzt brauche ich nur noch die Kathete hier messen. Dazu muss ich den natürlich hier genau ansetzen. So, wieder zur Tür. Ihr seht es hier vorne. Das ist der Laser. Und messe diesen Wert. Also drückt vorher. Hat er jetzt ausgemessen. Und das ist eine Entfernung zur Tür ist 2 Meter. Und die Höhe der Tür hat er ausgerechnet mit 1,98 Meter. Das schauen wir uns mal an, ob dem auch so ist mit 1,984. Das wären dann 30. Hier ist genau 30. So, nehmen wir das mal aus. Auch die 30 misst. So. Gucken wir. Das müsste ungefähr richtig sein. Ja, macht er auch. Seht ihr, wie genau das Teil ist? Also ist wirklich verrückt, das Ding. Meine lieben Dampfer, Raucher, Nichtraucher und Kiffer, ein neues fantastisches Video steht an. Wollen wir erstmal was saufen? Ja, wollen wir erstmal was saufen hier. Mein Tritop, ihr merkt schon, oder ihr seht schon, es nimmt deutlich ab. Ich bin hier im Tritop-Rausch. Normalerweise müsste ich ja jetzt aus der Flasche trinken, aber ich werde diesmal dual arbeiten. Hier, schaut selbst. Ich werde mir jetzt erstmal ein Glas einschenken für alle Freunde des gepflegten Tritop-Trinkens. Wir werden heute beides gleichzeitig machen, meine lieben Tritop. Ah, und Tritop. Das war jetzt für die Fraktion, die sagt, Perle, hör auf damit. Und das ist jetzt für die Fraktion, Perle, mach weiter mit dieser Nuckelflasche. Ja, meine Lieben. Im letzten Video hatte ich euch ja meine neue Umschaltbox vorgestellt. Also, es läuft alles, ist schon installiert. Ich habe von den 10 Cinch-Sätzen habe ich 9 Stück verbaut. Unglaublich, 9 Stück. Ja klar, weil auch das Kabel zu meiner Umschaltbox, da brauche ich natürlich auf beiden Seiten. Das sind schon 2 Paare. Dann musste ich noch 2 Paare oben bei meinem Plus X anbringen. Dann musste ich noch an meiner AV700 2 Paare anbringen. Klar, einmal oben und einmal unten zu meiner Umschaltbox. Und so sind die ganzen Paare weggegangen. Ich habe jetzt wirklich nur noch ein Paar, also einen schwarzen Bananenstecker und einen roten Bananenstecker. Ansonsten habe ich die alle fast alle verbraucht, also besser geht ja gar nicht. Wunderbar. Und die Geschichte, wo ich euch sagte, ich probiere das aus mit dem kleinen AV700 oben. Ich kann ihn euch ja mal zeigen. Das ist ja hier in der Mitte mein AV950 und hier oben seht ihr jetzt mal meinen neuen AV700. Der steht jetzt hier so zwischen den beiden Plus X. Also seht ihr hier links den meine beiden Höhenlautsprecher und hier ist mein neuer Sender, den habe ich ja angewickelt auf den Hörplatz. Also funktioniert. Und hier vorne über meinem Receiver seht ihr die Umschaltbox. Die habe ich auf die linke Seite gestellt, die ist relativ kühl. Auf der rechten Seite sind die ganzen Endstufen und die HDMI, das HDMI-Board und. Also da geht jedenfalls ordentlich Hitze raus. Und auf diese Hitze wollte ich nicht noch die Box raufstellen. Also habe ich die Box dahingestellt, wo es kühl ist. Also relativ kühl, ne? Vom Receiver hier. Da produziert ja doch schon ganz schön Wärme, wenn der hier am Ackern ist, ne? Also da muss ja dann doch schon was leisten. Und das Interessante ist, es funktioniert tatsächlich. Also ich habe damit gar nicht mehr gerechnet. Ich habe damit gar nicht mehr gerechnet, dass das funktionieren wird. Und ja, mit dem AV700 über der Leinwand. Ich müsste den AV700 vielleicht noch ein Stück nach rechts rüberziehen, also vielleicht noch so ein Tick, der ist nicht genau in der Mitte, also ein bisschen weiter rübersetzen. Wunderbar, also bin ich sehr, sehr zufrieden. Also genau das, was ich haben wollte, oder was ich euch im letzten Video gezeigt habe, wenn ihr das denn gesehen habt,
Genau das ist eingetreten. Also die Sprache kommt aus der Mitte der Leinwand, obwohl der Sender oben sitzt. Also somit habe ich mein Problem gelöst. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja, Perle hat eben gerade heute schon das zweite Mal geduscht. Es ist wieder böse warm draußen. Hier drin natürlich auch extrem warm. Ich könnte natürlich. Nee, mache ich nicht. Ich mache jetzt nicht das Fenster auf, damit hier die kühle Luft reinkommt. Weil dann kommen hier die ganzen Viecher hier wieder rein. Das will ich auch nicht. Das mache ich nach dem Video, wenn die ganzen Laternen hier aus sind. Durch die helle Beleuchtung hier. Lockt das natürlich auch die ganzen Mücken und das ganze Kropfzeug hier an. Ja, worum geht es in diesem Video? Es geht in diesem Video, wir werden diesmal keinen Smalltalk machen. Also ihr merkt schon, Perle, der ballert hier ein Video, ein interessantes Video nach dem anderen raus. Und wir lassen den Smalltalk diesmal ausfallen. Es geht diesmal um ein Laservermessungssystem. Ja, und zwar um den Ginur GN50. GN50 steht hier oben drauf. Ich bin nicht gut vorbereitet, stelle ich gerade fest. Ich habe nämlich oben meinen Zettel liegen lassen. Den hole ich mal Bin ich schnell. vorbereitet? Ich habe meinen Zettel geholt, meine lieben Freunde. Worum geht es in diesem Video? Wie gesagt, um ein Laserdistanzmeter. Also ein Laserzollstock, so kann man es umschreiben. Also das, was ihr sonst immer mit so einem Zollstock bisher ausgemedert habt, könnt ihr mit diesem Laserteil machen, aber noch viel mehr. Das ist das Modell Ginur GN50. Ginur GN50 habt ihr ganz am Anfang auch gesehen. Kostet 29,99 € bei Amazonien und für jeden Handwerker, der mit Zollstöcken rumtüdelt, so zum Beispiel wie ich, oldschool-mäßig, ist das echt eine Alternative, ne? Also Zollstock braucht ihr dann eigentlich nicht mehr. Das Ding ersetzt euch jeden Zollstock und übertrifft auch jeden Zollstock in allen Belangen. Das Ding ist richtig cool. Vor allen Dingen, es kostet wenig Geld. Es kostet 29,99 € bei Amazonien. Also ganz, ganz fantastisch, dieses Teil. Das stelle ich euch in diesem Video mal vor, für alle Heimwerker. Was kann es oder wie heißt es? GN50. Ginur GN50, das steht hier oben auch drauf. Hier oben links seht ihr das Ginur GN50. Warum 50? Weil das Teil bis 50 Meter messen kann. Also 50 Meter. Also wir kommen jetzt erstmal zu einer Spezifikation. Was hat das Teil? Es ist erstmal wasserdicht. Man kann damit nicht unter Wasser messen. Es ist wasserfest. Also man kann damit auch im Regen wunderbar arbeiten. Also da kommt so schnell in die Elektronik kein Wasser rein. Also es ist nicht wasserdicht. Im Starkregen würde ich damit auch nicht draußen rumrennen und wenn Schneegestöber ist, man weiß nie so genau, ne? Aber es ist soweit geschlossen und es ist wasserfest. Also kann schon ein bisschen Regen und Feuchtigkeit ab. Dann hat es 99 Speicherplätze. Das heißt also, die letzten 99 Messungen oder 99 Messungen können hier separat gespeichert werden, so dass ihr euch das nicht ständig aufschreiben müsst, was ihr da so gemessen habt. 99 Speicherplätze hat das Teil. Der Laser, ich mache ihn mal an. Hier seht ihr ja einen Laser. Ich fese hier mal rein. Ihr könnt es vielleicht erahnen hier in meinem Sensor, dass da ein Laser reinblitzt. Ich mache ihn mal wieder aus. Der Laser, der hier eingebaut ist, bis 50 Meter. Man kann Distanzen bis zu 50 Metern messen. Aber das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil in 50 Metern werdet ihr diesen kleinen Laserpunkt, den ihr jetzt hinter mir hier an der Wand seht. Seht ihr den? Moment. Da ist er doch. Den ihr hier hinten an der Wand seht oder auch nicht. Oder hier in meiner Hackfresse, hier in meinem Kinn. Also in 50 Metern werdet ihr den Laserpunkt nicht mehr sehen können. Aber hier, ihr seht es oder auch nicht. Also hier kann man es erkennen, ne? Also wunderbar. Ich würde einfach mal sagen, bis 20 Meter ist überhaupt kein Problem. Ich schalte mal wieder aus. Bis 20 Meter kann man den Laser gut erkennen. Wofür ist der Laser? Klar, der Laser wird an ein Objekt geschossen und an der zweite Sensor, also hier vorne kommt der Laser raus und hier vorne über die Optik wird quasi die Verzögerung gemessen, wann das Licht wieder zurückkommt und über die Distanz kann der ausrechnen, wie weit das weg ist. Das funktioniert ausgezeichnet. Also bis 50 Meter könnte er. Ich würde einfach mal sagen, 20 Meter, dann ist auch schon das menschliche Auge irgendwann überfordert. 8 Meter habe ich hier getestet,
im praktischen Einsatz. 50 Meter habe ich noch nicht ausprobiert. Dazu müsste ich mal auf die andere Straßenseite schießen. Das mache ich aber nicht. Er hat auch einen Lautsprecher. Das heißt also, wenn man misst, ich mach's mal, wenn man misst und kann den Lautsprecher hier einschalten, warte mal. Genau. Das heißt also, er piept immer so widerlich, wenn er hier Messungen durchführt. Ist nicht jedermanns Sache. Und das kann man aber auch ausschalten. So, dann kann man auch geräuschlos messen. Was manchmal gar nicht das Schlechteste ist. Also das Gepiepe, das geht einem schon ganz schön auf den Sack. Also man kann auch den Lautsprecher wieder deaktivieren. Ne? Aber man kann natürlich auch mit diesem Gepiepe, da weiß man immer, aha, er macht jetzt gerade eine Messung oder hat gerade eine Messung gemacht. Aber dieses Gepiepe kann man auch abschalten. Auch wichtig. Was für Messfunktion beherrscht dieses Teil? Ja, das, was auch ein Zollstock könnte, zum Beispiel Länge. Länge kann man mit so einem Zollstock natürlich ganz wunderbar messen. Also man kann auch das Gleiche machen, was man mit dem Zollstock machen kann. Man kann die Längen messen, man kann aber auch Flächen messen. Sprich, man vermisst den Raum einmal in der einen Seite und dann nochmal in die andere Seite und dann sagt er, wie viele Quadratmeter wären das denn? Zum Beispiel beim Verlegen von Laminat, von Klickvinyl, von irgendwas irgendwie oder Tapeten. Man kann dann auch die Wand vermessen, Höhe und Länge und dann weiß man, wie viel Quadratmeter man hat und wie viel Tapete man kaufen muss. Jo, diese Möglichkeit gibt das. Dann gibt's ein Einzellängen, zum Beispiel von hier an die Wand, bin ich jetzt weg. Ich messe jetzt mal 2,23 Meter, seht ihr, ne? 2,23 Meter und 2 mm. 2,23 Meter und 3 mm bin ich jetzt weg von dieser Wand. Man kann, wie gesagt, ganz normal wie beim Zollstock die Längen messen, aber wie gesagt auch Flächen hier und da. Und dann sagt er mir, ich simuliere das auch mal. Jetzt sage ich zum Beispiel hier, okay, ich messe mal hier und dann messe ich mal rüber zu meinem Fernseher und wie viele Quadratmeter wären das? Das eine war 2,20 Meter und das andere ist 2,65 Meter und 5 mm. Und dann kommen wir dann auf 5,857 Kubikmeter. Quadratmeter, nicht Kubik, Quadratmeter. Ja, das rechnet einen auch aus. Könnte man natürlich auch das den einen Wert mit dem anderen Wert selbst mal nehmen auf dem Taschenrechner, aber das macht der dann schon. Das finde ich schon ganz sympathisch. Dann gibt es auch noch Volumen. Das heißt also, man kann in drei Richtungen arbeiten. Einmal so schießen und einmal in die Höhe schießen. Natürlich immer von der entgegengesetzten Wand zur Wand. Dann auf den Fußboden legen, nach oben schießen und dann nochmal in dem Raum. Dann hat man ja seinen Würfel sozusagen vermessen und dann rechnet er einem die Kubikmeter auch noch aus. Das kann er auch. Und das Interessanteste sind die Winkelfunktionen. Also der Satz des Pythagoras ist diesem nicht fern. Wir wissen ja alle Satz des Pythagoras. Jetzt klopfe ich euch mal ab. Oder ihr könnt mich mal abklopfen, ob ich dann noch so einigermaßen richtig bin. C Quadrat ist A Quadrat plus B Quadrat. Das war ja so ähnlich. Also Quadrater Hypotenuse entspricht dem an einem rechtwinkligen Dreieck, dem Quadrat der Ankathete und der Gegenkathete. Ja, darüber kann man natürlich Rechnungen vornehmen. Das heißt also, ich könnte jetzt zum Beispiel die Höhe der Tür, die ich natürlich auch manuell vermessen könnte, von oben einfach ansetzen und nach unten schießen, könnte ich auch vermessen, indem ich einfach die Hypotenuse, also die Schräge zur Oberseite der Tür anpeil oder ausmess und dann eben unten eine der Katheten bis zur Tür ausmess. Und die Höhe, also die, das wäre dann die Ankathete, und die Gegenkathete oder eben umgekehrt, ist ja eigentlich wurscht, also die Höhe der Tür würde er mir ausrechnen. Das funktioniert auch. Winkelfunktion hat er auch eingebaut. Ist manchmal ganz sinnvoll, weil man kann manchmal solche Sachen nicht so einfach messen. Ja, bei der Tür ist es natürlich einfacher, aber es gibt Messsituationen, wo es nicht so einfach geht. Und dann kann man sich über die Winkelfunktion, kann man sich dabei helfen und eine Höhe ermitteln. Ja, Winkelfunktion hat er vollumfänglich. Was haben wir noch? Lautsprecher, Abschalter, hatte ich gesagt. Das Erfassen oder das Messen, wenn man eine Messung durchführt, das dauert 0,5 Sekunden. In 0,5 Sekunden hat er die Messung durch. Wie genau ist das Teil? Auf 50 Meter plus minus 4 mm. Ich habe ihn hier ausgemetert, das werden wir nachher auch nochmal machen. Ich musste hier eine Korrektur einstellen. Er war 1 mm ungenau. Hier irgendwie auf einen halben Meter oder auf einen Meter hatte er eine Ungenauigkeit von 1 mm. Diesen 1 mm habe ich korrigiert. Man kann ihn auch kalibrieren. Plus minus 9 mm. Also eine gewisse Ungenauigkeit hat jedes Gerät, was wahrscheinlich auch mit der Herstellung zusammenhängt. Und die kann man auch verrechnen. Also man
führt zu Hause einfach, oder wir werden es gleich machen, eine sehr genaue Messung durch. Und dann sieht man ja, wie ungenau das Teil ist und korrigiert entsprechend, damit alle weiteren Messungen, das wird dann auch gespeichert, damit alle weiteren Messungen in Ordnung sind. Also eine Kalibrierung kann man auch durchführen, bei sollte das Teil eine gewisse Ungenauigkeit haben. Aber es ist schon von Haus aus, bei meinem zumindest, bis auf 1 Millimeter genau. Also wirklich verrückt. Ja, wobei 1 Millimeter Ungenauigkeit auf, sagen wir mal, 10 Meter finden, würde ich auch nicht schlimm finden. Aber wie gesagt, er hat eine, auf 50 Meter eine Genauigkeit plus minus 4 mm. Das ist schon sehr, sehr genau. Ne? Ja, man kann dieses Messinstrument hier von hier vorne messen lassen. Also irgendwo anlehnen oder ja, irgendwo anlehnen und dann einfach die Strecke messen lassen. Also jetzt zur Wand. Oder man kann auch von hinten, das hinten an der Wand anlehnen. Das kann man einstellen. Und dann misst er quasi die Distanz zur Wand. Plus die Distanz, die das Gerät selbst hat. Das ist im Gerät gespeichert. Also der Wert von hier vorne bis hier hinten, der wird dann dazu addiert. Also man kann einmal so messen, genau, oder eben ihn anlehnen und genau messen. Das geht auch. Muss ihn entsprechend einstellen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, dann kann er verschiedene internationale Formate, klar, das metrische Format, also Meter und so ein Zeug, Meter, Kubikmeter. Dann gibt's noch das Inch. Also das imperiale Format und dann gibt es noch Fuß. Ne? Also dann kann er den Inch, Quadratinch, Quadratfuß, Fuß kann man hier auch nutzen, wenn man da Bock drauf hat. Wenn man in Amerika wilde Messorgien macht zum Beispiel, sollte einem das Gerät mal nach Amerika, sollte man sich mal in Amerika rumtreiben, so Hobby-Tintäler-mäßig kann man das auch in den USA benutzen und dann ist man gleich Inch- und Fußseitig gut davor. Ja, dann beherrscht er natürlich noch Addition und Subtraktion. Das heißt also, ich messe jetzt was und den kann auf Plus drücken und der nächste Messwert wird zu dem vorigen Messwert da hinzugefügt, kann auch Minus drücken und der nächste Messwert, die Entfernung, wird wieder abgezogen. Also so kann man Entfernung aufaddieren oder auch aufaddieren und subtrahieren. Also das kann man sich frei aussuchen. Das funktioniert in dem Teil, dass man sagt, pass auf, ich führe jetzt hier nochmal eine Messung durch. Ich mache es einfach mal. Meine 2 Meter sowieso. Paff. 2,18 Meter habe ich jetzt hier gemessen. Jetzt gehe ich auf Plus. Und bei der nächsten Messung, genau, addiert er das dazu. Jetzt habe ich es gerade gehabt. Ich habe mich gerade verdattelt. Also ihr seht, ich habe einmal 2,17 und zweimal 2,15 gemessen. Und unten seht ihr das Endergebnis. Jetzt kann ich natürlich auch wieder abziehen. Gehe ich auf Minus und messe dann nochmal. Und dann seht ihr, von den 3,32 hat er jetzt die 2,11 abgezogen. Bleiben also noch 2,15 übrig und 1 Millimeter. Also das geht auch. Also man kann Messungen aufaddieren und Messungen subtrahieren oder eben aufaddieren und subtrahieren, wie man eben lustig ist über Plus und Minus. Das geht auch. Und dann hat er natürlich noch eine Dauermessung, eine Minimum- und Maximummessung. Das heißt also, er misst ständig und ermittelt den maximalen Wert und den minimalen Wert. Also ein Toleranzbereich geht auch. So, das waren im Grunde genommen auch schon die Kernfeatures von diesem Teil. Also das ist schon brutal, was das Ding alles kann, wie ich finde. Der einzige Nachteil, den ich gefunden habe, Glas oder Flasche, sagt mal, was soll ich jetzt benutzen? Ne? Ich will jetzt hier niemanden vom Kopf stoßen, deswegen fahre ich jetzt hier dualmäßig. Ich kann ja beides machen. Machen wir beides. Da haben wir Glas. Und jetzt für die Nuggelfreunde. Nuggeln. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, was kostet das Teil? Wo gibt es das? Es gibt es bei Amazon, dazu gehe ich jetzt mal zur Seite, 29,99 €. Ich weiß nicht, hatte ich das noch schon am Anfang gesagt, wir sind ein bisschen durch den Wind. 29,99 € kostet dieses Set bei Amazon. Was ist da alles bei? Es wird in diesem lustigen Karton geliefert. In diesem lustigen Karton liegt einmal das Messgerät. Zu den einzelnen Features komme ich gleich noch, das zeige ich euch gleich im Detail. Dann ist noch eine Tasche dabei, eine Transporttasche, was ich auch nicht so schlecht finde. So kann man das Messgerät hier in die Transporttasche packen und hat es immer dabei und kann es sich sogar am Gürtel hängen, wenn man da Bock drauf hat. Also ist es nochmal ein bisschen geschützt. Ne? Also eine Transporttasche liegt dabei. Dann eine Bedienungsanleitung. Dann natürlich Batterien und zwar Mensch, wie heißen die Dinger? Moment. Ich nehme das mal hier raus, die Batterien, steht das hier drin? Hier steht es drin.
Genau, Triple A. Da habe ich, hier habe ich natürlich meine Lade-Akkus drin, hier meine Enelo Pro Akkus von IKEA. Ich benutze keine Batterien mehr, aber sie liegen bei. Zwei Batterien liegen bei. Was, wie lange halten diese Batterien? Ist jetzt die nächste Frage. Also in der Bedienungsanleitung steht, für 8000 Messungen hält so ein Batteriesatz. Ich weiß jetzt nicht, wie lange mein Akkusatz hält. Ich habe den hier schon eine Weile drin und ich habe hier echt schon wie ein großer rumgemessen. Also Schwächeln ist noch nicht zu sehen. Naja, wobei 8000 Messungen mit Batterien, lass es bei Akkus 7000 Messungen sein. Das ist schon echt heftig. Ne? Also echt krank. Ne? Also die werdet ihr wahrscheinlich nie wechseln müssen. Ja, und das Grid schaltet sich natürlich auch irgendwann aus. Ich glaube, nach 3 Minuten geht's wieder in den Batteriesparmodus, schaltet sich weg. Es hat auch noch zusätzlich natürlich, weil die Genauigkeit einer Messung hängt natürlich auch immer vom korrekten Winkel ab, hat natürlich auch eingebaute Wasserwaagen, also so ganz oldschool und analog, dass man das Gerät richtig im Winkel hat. Sonst kriegt man ja Messfehler. Ne? Also wenn man so misst, das kann man natürlich vergessen. Man will dann ja auch richtig horizontal messen. Und das kann man über die Wasserwaage hier ziemlich präzise einstellen, dass man das Gerät ziemlich in Waage bekommt. Also es funktioniert eigentlich ganz gut, wie ich finde, mit der eingebauten Wasserwaage. Und dann ist noch zusätzlich dabei natürlich eine Handschlaufe, die man hier unten befestigen kann. Und zwar hier seitlich. Also hier seitlich seht ihr so ein kleines Loch. Das ist kein USB-Ladeport oder sonst irgendwas. Da steckt man einfach diese Schlaufe durch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hinkriege. Das ist immer ein bisschen fummelig, insbesondere da ich die falsche Brille auf habe. Noch habe ich die falsche Brille, ich kriege einfach eine neue. Und das fummelt man hier so einfach durch. Irgendwie. Also irgendwie kriegt man das hier rein. Also es ist hier schon drin, aber es kommt oben nicht mehr raus. Müsste ich die Pinzette nehmen. Ja, also das ist Fummelscheiß. Müsste ich mit der Pinzette ranfummeln. Jedenfalls, hier kommt diese Schlaufe durch. Zack, die fummelt man da einmal durch und dann, ne, dann habt ihr das Ding an so einer Schlaufe hängen. Da könnt ihr dann auch noch, damit euch das nicht aus der Hand fällt, das Teil hier so ein bisschen um die Hand packen. Und dann baumelt das an eurer Hand. Und dann könnt ihr das natürlich ganz normal benutzen. Und falls es euch aus der Hand fällt, habt ihr das dann hier hängen. Ich weiß nicht, ob man es braucht. Ich glaube, auch wenn es runterfällt, wird es wahrscheinlich nicht kaputt gehen. Aber es ist natürlich ein Messinstrument und Messinstrumente und starke Schläge sind nie so sehr gut. Vielleicht ist es doch eine Idee, da die Halteschlaufe dran zu machen. Aber ich habe sie bisher nicht benutzt. Ich finde, das Teil ist auch vom Material hier sehr, sehr griffig. Das Ganze ist so ein bisschen Hartgummi-mäßig. Und ja, wirkt solide. Also wirkt unkaputtbar. Wirkt halt wie ein Tim Taylor Werkzeug. So, wollen wir mal nach unten schwenken und dann zeige ich euch das Gerät mal im Detail, was man damit so alles machen kann. Klar, man kann natürlich messen und wir werden hier gleich mal ein bisschen messen. Und dann zeige ich euch mal alle Basisfunktionen von dem Gerät und ja, wie das jetzt im Einzelnen aussieht, auch was man im Display so alles erkennen kann. Das ist eine ganze Masse. Da kann man dann auch zum Beispiel hier, seht ihr hier schon, Flächenberechnung machen. Volumenberechnung kann man machen. Winkelfunktion kann man machen, nochmal Winkelfunktion. Noch mehr Winkelfunktion und noch mehr Winkelfunktion. Und dann sind wir schon wieder bei der normalen Längenmessung. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich schieße jetzt mal ab. Und dann sehen wir schon, von hier bis zur Decke oben haben wir eine Höhe von 1,39. Von dieser Position bis zu oben sind es 1,39. Das haut auch hin, das stimmt auch. Ich könnte ja natürlich mal den Zollstock bemühen und dann mal gucken, ob das ungefähr hinkommt. Dann gehe ich mal mit dem Zollstock hier an die Decke. Ja, mal gucken. So, jetzt bin ich mit dem Zollstock hier an der Decke. Jetzt muss ich natürlich die richtige Höhe haben. Könnt ihr das sehen? So, und jetzt feuere ich nochmal mit dem Teil am Zollstock. Da müssen wir mal gucken. Also hier, wo das Unterteil ist, Mister. Machen wir mal hier also irgendwie so. Was ist das? 1,35, ne? Mal gucken, ob der hier auch die 1,35 erwischt. 1,35. Ja, ihr seht, das haut genau hin. 1,35 und 1 mm. Ne? Also brachial. Ne? Das Ding ist brachial genau. Ne? Also ihr braucht keinen Zollstock mehr. Also Tonne. Das Ding ist richtig, richtig Porno für 29,99 €. Sollte ihm kein Haushalt fehlen, meiner Meinung nach. So, nun schwenken wir mal runter und dann zeige ich euch mal den Liefer-
Umfang, die Bedienungsanleitung, die ist natürlich in Deutsch und was man damit alles Tolles machen kann. Ihr seid gespannt. Meine Begeisterung ist groß bezüglich des Kinoa GN50. Das GN steht für GN halt. Weiß ich, wofür könnte das stehen, GN? Sag mal, Laserdistanzmeter, GN. Vielleicht für Kinoa, ne? Könnte eine Abkürzung sein für Kinoa und die 50 stehen wahrscheinlich für die maximale Messentfernung. Soll ich mal aus dem... Ich würde natürlich ganz gerne mal gucken, ob das mit den 50 Meter hinhaut. Ich gehe mal ganz kurz ins Bad und schieße mal auf die andere, auf die Häuser, die da hinten sind. Ich check das mal ab, ne? Bis gleich. Abgecheckt. Die Häuser da drüben müssten um die 50 Meter weg sein. Da zeigt er mir ein Error an. Also so weit kann er denn doch nicht. Das schafft er nicht. Also die 50 Meter sind, denke ich mal, nur theoretisch möglich. Also vielleicht ist es auch weiter weg. Ich weiß nicht, ob dort 50 Meter da hinten drüber sind. Ja, die sind schon ganz schön weit weg. Jedenfalls, die kann er nicht. Also Häuser auf der anderen Straße, bis zum Haus auf der anderen Straßenseite, das kriegt er nicht hin. Dafür ist er ja auch gar nicht da. Aber ich habe es halt einfach mal ausprobiert für euch. So, und jetzt gehen wir runter und schauen uns mal die ganze Geschichte im Detail an. Ihr werdet staunen. Bis gleich. Hier haben wir den Lieferumfang. Wir haben einmal den Kinoa GN50, dann die Schutztasche, das Handbuch, Batterien und eine Schlaufe. Und ich sagte ja vorhin schon, die kommt hier nämlich rein, die Schlaufe. Die muss man hier so reinfummeln. Ich weiß gar nicht, vielleicht kriege ich das ja jetzt hin. Dann mache ich sie gleich mal rum hier. So, klingen wir sie mal ein. Gucken, ob ich das hier so live hinbekomme. Schwierig. Schwierig. Dazu bräuchte ich jetzt eine Pinzette. Pinzette habe ich hier. Vielleicht kann ich da ja mit der Pinzette irgendwie nachhelfen. Ja, seht ihr? Mit der Pinzette geht's. Habe ich da jetzt durchgezogen gekriegt und dann kann man die Schlaufe hier so durchziehen. Dann haben wir sie gleich installiert. Auch nicht schlecht. Zack. So, jetzt haben wir hier auch noch eine Handschlaufe dran. Kann man sich dann hier so um die Hand machen. Und dann kann einem das Gerät auch nicht runterfallen. Dann hat man es immer in der Hand und ja, ihr seht, da bommelt's. Okay, kann nicht schaden. So, und dann kann man das natürlich noch in die Schutztasche packen. Mit der Schlaufe oder die Schlaufe zuerst. Geht das auch in der Schlaufe hier? Das ist natürlich nicht so schön gelöst, ne? Das ist doof. Dann müsste ich die Schlaufe zuerst hier durch, aber das ist auch kacke. Irgendwie. Oder so rum rein. Das wäre vielleicht besser, ne? Ist das denn auch? Verjüngt sich das nach unten? Ja, nicht wirklich. Das ist wie so ein Klotz. Ja, so kann man es natürlich auch hier reinpacken. Okay. Macht Sinn. So, dann kann man sich das hier an eine Hose packen, an Gürtel und hat es immer dabei. Wenn man es dann braucht, zieht man es hier einfach raus. Ja, so würde ich sagen, wäre das möglich. Hier noch eine Bedienungsanleitung, hier noch zwei Batterien. Triple A und die kommen hier hinten, da haben wir so ein Batterie-Compartment. Und ihr seht, ich habe hier meine Akkus drin von IKEA. Kann ich echt jedem hier sehr, sehr ans Herz legen. 900 mAh. IKEA Ladeakkus, das sind Panasonic Eneloop Pro. Und hier seht ihr das Batteriecompartment plus minus, klar. Und was steht da drin? Dreifach A, 1,5 Volt, aber die Akkus gehen genauso. Finde ich besser, ökologischer als Batterien. So, zack. Und dann kann man es anmachen und feuerfrei. Ihr seht, an, aus. Jo, was? Ja, Batterien kann ich zur Seite packen, nicht weiter wichtig. Bedienungsanleitung komme ich gleich zu. Kommen wir erstmal zum Gerät und ihr seht hier erstmal ganz außen am Gerät ein riesen Display. Und wenn ich es einschalte, schaut selbst. So sieht das aus im eingeschalteten Zustand. Hier drauf drücken, macht man es wieder aus. Also hier und auf Read drücken geht's an und hier geht's aus. Schon mal die wichtigen Knöpfe. Und hier seht ihr die Wasserwaage mit der Libelle hier. Ne?
Genau, dass man das ausrichtet, also in Waage bringt. Und genauso hier unten, dass man es in Waage bringt. Dass man beides möglichst in Waage bringt. Ich versuche das mal hinzukriegen. Das wäre so und dann so. Also so könnte man schon eine Messung durchführen. Jo. Jetzt ist, schon, ist das Ding ziemlich in Waage. Jo. Also Wasserwaagen für beide Achsen, damit man eben gerade messen kann. Dann haben wir hier vorne unseren Laseremitter. Hier kommt der Laser raus und über diese große Optik wird quasi gemessen die Laufzeit, wie lange der Laser braucht, um wieder zurückzukommen. Also so misst er quasi über den zeitlichen Versatz, misst er quasi die Entfernung. Auf dieser Seite haben wir gar nichts. Auf dieser Seite haben wir auch nichts. Hier haben wir unsere Halteschlaufe, kennen wir schon. Das war's. Auf der Rückseite Batteriekompartment. Hier noch ein paar Hinweise, zum was für Batterien da reinkommen. Laser Klasse 2 Produkt. Ja, in welchem Spektrum er lasert. 635 Nanometer. Und kleiner 1 Milliwatt. Jo, ist aber sichtbar, wenn ihr jetzt mal gucken wollt. Hier ist der Laser an meiner Hand. Und die Hand ist weg. 22 Zentimeter. So, 22 Zentimeter. Ja, das war das. Jetzt kommen wir mal zur Vorderseite. Da gehe ich jetzt mal dichter ran. Wir haben ja einmal das Display hier vorne. Das gucken wir uns gleich an. Und hier verschiedene Tasten. Die Read-Taste, die grünen Tasten sind wichtig. Also hiermit schaltet man ihn ein und aus. Mit der Read-Taste schaltet man ihn ein. Ist auch beleuchtet, das Display. Wenn ich jetzt hier so reingehe, seht ihr das? Leuchtet. Er schaltet sich aber irgendwann wieder ab. Wir warten das einfach mal ab. Nach einer gewissen Zeit, um Strom zu sparen, schaltet er diese Beleuchtung aus. Jetzt. Aber das Ergebnis steht immer noch da. Es ist nur die Hintergrundbeleuchtung, die ihr ausschaltet. Mit Off und Clear schaltet man das Gerät wieder aus. Also hiermit ein und damit aus. Das ist schon mal einfach, ne? Da haben wir noch Plus und Minus. Und bei Minus ist noch ein Lautsprecher. Das heißt also, wenn ich ihn einschalte, drück hier einen Augenblick 2 Sekunden auf den Lautsprecher, dann piept er einmal. Und dann würde jedes Messergebnis mit einem Piep sozusagen, er würde jetzt jedes Mal, wenn er misst, jetzt hat er einen Error. Warum? Achso, ich bin hier direkt am Fernseher. So, das müsste er erkennen jetzt, genau. Ne? Also zweimal piepen bedeutet, er hat einen Error und er zeigt auch Error an, wenn er nicht messen kann. Und hier oben im Display seht ihr den Messmodus. Seht ihr hier unten? Das bedeutet, er misst von der Geräterückseite. Von hier unten. Das ist sein Anschlag. Wenn ich das hier irgendwo hinpacke und messe, würde er von hier unten bis zur Messposition den Wert ermitteln. Kann man umschalten, indem man auf diesen Knopf hier drückt. Schaut selbst. Seht ihr? Jetzt misst er von der Oberseite. Jetzt misst er von hier vorne. Hier ist jetzt sein Anschlag. Wenn ich hier wieder drauf drücke, also auf den hier, misst er wieder von unten. So kann man immer hin und her schalten. Und das seht ihr hier oben auch im Display hier. Von der Oberseite, von der Unterseite. Da müsst ihr unbedingt drauf achten. Standardmäßig ist eingestellt die Unterseite. Wenn ich ihn jetzt verstelle auf Oberseite und mache ihn aus und mache ihn dann wieder an. Nee, er misst defaultmäßig immer von hier unten. Das ist sein Anschlag. Aber kann man, wie gesagt, umstellen. Kann man umstellen, indem man diesen Knopf drückt. Seht ihr? Hier oben. Frontanschlag, Rückanschlag. Das heißt also, die Länge des Gerätes addiert er hinzu. Ja, und wenn man das länger festhält, kann man umstellen. Die Genauigkeit, jetzt sehen wir schon, er misst jetzt Meter und Zentimeter, keine Millimeter mehr. Ja, also ich mache jetzt mal eine Messung. 2,38 Meter. So, keine Zentimeter, also keine Millimeter mehr. So, hatte ich ihn wieder länger gedrückt, kann man Inch messen.
den Wert rechnet er jetzt um in Inch. Hatte ich noch mal länger gedrückt. Inch. Hatte ich noch länger gedrückt. Fuß und Inch. Und Fuß. Ja, die imperialen Geschichten. Und das ist wieder der Default-Wert. Meter, Zentimeter und Millimeter. Aber wenn man es nicht so genau braucht, kann man es natürlich auch reduzieren. Seht ihr? Dann rundet er. So, ich gehe mal wieder auf die genaueste Anzeige. Die ist auch Default. Genau. Das finde ich sinnvoll. 2,37 Meter und 5 mm. Ne? Das macht man mit diesem Knopf hier unten. Wir wissen ja, einschalten, ausschalten. Ich mache es nochmal. Ausschalten. Einschalten. Und einmal drücken. Einmal kurz drücken. Verändert er den Anschlag. Hier vorne wird, ab hier vorne wird gemessen. Oder eben nochmal drücken. Ab hier hinten wird gemessen. Das ist dann sein Anschlag. Ne? Frontanschlag, Rückanschlag. Durch kurzes Drücken kann man das hin und her stellen. Durch längeres Drücken, wie gesagt, kann man die Genauigkeit verändern bzw. umstellen von metrisch in imperial. Ne? Wir bleiben bei metrisch. Das ist uns geläufig, Meter, Zentimeter und Millimeter. Gut, dann können wir das schon mal vergessen. Wenn wir jetzt eine Messung durchgeführt haben, ich messe jetzt mal, so, 2,34 Meter und 5 Millimeter und ich möchte das speichern, drücke ich einfach auf dieses Diskettensymbol und dann scheint hier oben gleich eine 1. Seht ihr? Da ist eine 1. Jetzt messe ich nochmal neu. 2,33 Meter 2. Speichere das wieder ab auf das Diskettensymbol. Ein bisschen länger gedrückt halten, dann seht ihr hier eine 2. Jetzt mache ich nochmal einen dritten Wert, wenn wir schon dabei sind, der noch ein bisschen weiter weg ist. 2,47 Meter und speichere das auch ab. 3. Upsala, 3 war jetzt hier oben zu sehen. Ja, wie kann man jetzt diese 3 messgespeicherten Werte abrufen, indem ich aber auf die Diskette drücke? Seht ihr 1 und mit Plus und Minus kann ich auf diese Werte gehen. Seht ihr das? Hatten wir ja gerade gemessen. 2,47 Meter. Mit Minus kann ich wieder zurückspringen. Das ist der gespeicherte Wert 2 und das ist der gespeicherte Wert 1. Seht ihr das? So, und wenn wir wieder messen, können wir natürlich 3,57 Meter und das speichere ich auch ab. Das wäre jetzt Messwert 4. Und was sagte ich? Wie kann man die Messwerte abrufen? Indem man da nicht lange drauf drückt, sondern einmal kurz. Messwert 1, Messwert 2, Messwert 3 und 4 hatten wir 3 Meter sowieso. 3,57 Meter, genau. Ja, easy, ne? Also, und vor allen Dingen, er kann 99 Messwerte kann er speichern. Jo. Diskette hatten wir. Umstellung auf metrische Einheiten bzw. Frontmessung hier. Oder Anschlag hier. Anschlag hier vorne. Machen wir Anschlag hier hinten. Ne? Und länger drauf drücken, umstellen. Das ein bisschen gröber. Hatte ich ja gezeigt. Wenn man da 2 Sekunden drauf drückt. Mal wieder umstellen. Aber wir bleiben bei unseren guten Metern. Ja, plus minus geht natürlich auch, wenn man jetzt eine Messung durchführt. Ich mache jetzt mal wieder eine Messung. 2,23 Meter und man möchte den nächsten gemessenen Wert hinzuaddieren, drückt man einfach plus. Es blinkt hier das plus, das bedeutet, der nächste Messwert wird zu diesem Messwert hinzuaddiert. Das waren jetzt 2,37 Meter, sind in Summe 4,61 Meter. Und so kann man das immer weiter treiben. Ihr seht, wir sind immer noch im Plusmodus. 6,84 Meter. 9,26 Meter. Jetzt kann ich natürlich umstellen auf Minus. Das heißt also, jetzt würde er abziehen. Messe ich wieder. Seht ihr, 2,22 Meter zieht er von den 9,26 Meter ab, bleiben 7,4 Zentimeter und 4 Millimeter übrig. Also 7 Meter und 44 Millimeter. Also auch ganz easy. Fast selbsterklärend die ganze Geschichte. Dann haben wir das schon mal alles soweit durch. Genau. Ich schalte mal wieder aus. Schalte wieder ein. Und nun
gibt es auch noch eine Min-Max-Messung. Dazu muss man die Read-Taste einfach länger gedrückt halten. Und dann seht ihr hier Min-Max. Und er fängt dauernd an zu bimmeln. Das heißt also, hier kann ich jetzt rummetern. Also er hat einmal, sein kleinster gemessener Wert war 38 cm und sein längster Wert war 2,36 m. Das Gebimmel, das nervt natürlich. Das kann man natürlich auch abschalten. Ich mach's mal wieder. Und zwar, wenn ihr länger auf dieses Lautsprechersymbol klickt. Mach ich mal. Und jetzt ist das Gebimmel weg. Und nun machen wir das gleiche nochmal. Min Max. So, und jetzt messe ich hier mal. Seht ihr? Jetzt gehe ich mal ein bisschen rüber. Und nun seht ihr, dass er das Minimum und das Maximum, müsste sich gleich erhöhen, das Maximum. Das Minimum bleibt. Also so kann man quasi, das ist der kleinste gemessene Wert und das ist der größte gemessene Wert. So, und jetzt zeigt, und hier zeigt er den gerade aktuell gemessenen Wert an. Ja, zu meinem Fernseher geht das auch. Ja, geht auch. Und zu meinem Stativbein, das ist hier direkt in der Nähe, das sind nämlich nur 36 cm. Also hat er hier den kleinsten Wert 36 und zu meinem Regal 2,77 Meter, was ich da gemessen habe. Jo. Wenn länger drauf drückt, kann man das auch wieder ausschalten? Nee, kann man nicht. Genau, mit Clear kann man das wieder ausschalten. Okay, dann haben wir da schon mal so ein bisschen was durch. Das ist schon klar, ne? Also ihr habt gemerkt, wie einfach das ist, wie selbsterklärend das ist. Eine Taste habe ich noch offen gelassen. Da komme ich gleich zu. Jetzt will ich euch erstmal zeigen, wie funktioniert das Kalibrieren des Gerätes, wenn es nicht ganz genau messen sollte. Da drückt ihr einfach die Clear und Off-Taste. Also mit Clear kann man den Messwert, ich mach's nochmal wieder an, mit Clear, wenn ich jetzt einen Messwert habe, kann ich diesen Messwert natürlich löschen. Drücke ich nur einmal Clear und dann ist er wieder auf Null gesetzt. Kann ich wieder von vorne anfangen. Neue Messer. Ne? Das ist klar. Clear. Und wenn ich länger Clear drücke, schaltet er aus. So, wie kann ich ihn jetzt kalibrieren? In den Kalibriermodus kommt man über Clear festhalten und anmachen. Und dann seht ihr hier, Kal steht hier. Kal habe ich eingestellt, die Kalibrierung. Ich habe eine Korrektur eingegeben von 1 mm. Das ist ein Millimeter. Er war 1 mm ungenau, hat 1 mm zu viel gemessen. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ich schalte ihn mal aus. Nimm den Karton von Genua hier als Wand. Nimm einen Zollstock. Legt man einen Zollstock hier hin, als Referenz sozusagen, und legt den Zollstock hier an den Karton ran. Und nun, wenn ich den hier anlege und auf 20 cm stelle und hier rauf schieße, dann müsste da auch 20 cm erscheinen im Display. So, jetzt haben wir hier, denke ich mal, halbwegs saubere Messbedingungen, nicht wirklich. Das muss natürlich möglichst genau sein hier. Ne? Also der Zollstock ist hier winklig an dem Karton. Und nun mache ich das Messgerät an. Gehe natürlich auf meine Frontmessung. So. Und sage hier bei 20 cm, kleiner Peter, lege ihn an, schieße an den Karton. Und ihr seht, 20 cm. Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe die Genauigkeit, glaube ich, jetzt verstellt. Ich will nochmal neu einstellen, dass er auf Millimeter genau misst. So, machen wir nochmal. Und ihr seht hier genau 20 cm. Und jetzt messe ich mal von hinten. Sprich, das wären dann 30. Hier ist genau 30. Probieren wir das mal aus. Ob auch die 30 misst. So. Mal gucken hier. Das müsste ungefähr richtig sein. Ja, macht er auch. Seht ihr, wie genau das Teil ist? Also ist wirklich verrückt, das Ding. Also genau die 30, die ich hier hinten angehalten habe, hat er auch gemessen, ne? 30 cm, ne? Also völlig verrückt, das Ding. Völlig verrückt. Sollte es aus dem Kurs sein, könnt ihr es natürlich kalibrieren, ne? Ausschalten
Und dann drücken und gedrückt halten, anschalten und dann seid ihr im Kalibriermodus, dann könnt ihr mit Plus und Minus einen Korrekturwert eingeben. Aber das ist echt saugenau, das Teil. Ne? So. Also ihr habt schon gesehen, die Messung funktioniert. Das ist jetzt von hier hinten gemessen. Von hier hinten bis zum Karton hier. Seht ihr hier den Laser? Nee, doch, seht ihr. Also hier ist ja der Laser. Von hier hinten bis zum Laser sind es 25 cm und 2 mm. So, und wenn ich ihn natürlich umstelle, würde das bedeuten, von der Vorderseite bis zu einem Karton sind es 14 cm. So, jetzt kann ich das hier wieder hinlegen. Das ist immer wichtig bei der Kalibrierung und beim Nachmessen, ob das wirklich stimmt, muss das natürlich alles in Waage sein und alles gerade. Das soll ja noch nicht das Problem sein. So, jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt mache ich mal Clear. So, und dann ist das auf 0 gesetzt und gehe mal ein bisschen dichter ran. Und jetzt kommen die interessanten Informationen. Also wir wissen ja, hier oben bedeutet von der Oberseite messen. Wenn ich den hier zurück einmal ganz kurz von der Unterseite messen, also von hier. Das ist auch default, wenn ihr das Gerät anschaltet. Ich mach's mal wieder aus. Mach's mal wieder an. Und dann seht ihr schon, dass er von der Unterseite misst. Macht erstmal, denke ich, Sinn, von unten zu messen. Aber man kann auch hier oben den hier als Anschlag nehmen. Dann haben wir natürlich noch hier vorne dieses Symbol, dieses geometrische Symbol, dieses Kastensymbol. Und damit kann man einstellen, die einzelnen Messmodis. Hier seht ihr schon im Display ein Strich. Strich bedeutet, er soll einfach eine Längenmessung machen. Er soll irgendwas messen. Eine Länge. Also eine Strecke. Von hier dahin, von seiner Unterseite hier. Das machen wir. Zack. 25,9. Fast 26 cm. Wenn wir jetzt auf dieses Kassensymbol gehen, sehen wir auch schon eine Veränderung im Display. Das wäre jetzt Flächenausmeter. Machen wir mal. Zum Kasten hin. Sind es von hier hinten natürlich gemessen. 30 cm und 6 mm. Und machen wir das hier nochmal. Diese Strecke. 24,1 mm und dann haben wir, wie viel Quadratmeter sind das? Also 30 cm im Quadrat zu 24 sind 74. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich mache das mal hier im Raum. Ich baller mal hier an die Wand. Den ersten Wert. So, jetzt. Ups, das war jetzt ein bisschen doof. Nochmal. Genau, 2,54 Meter und dann schieße ich mal zu meinem Fernseher rüber. 2,32 Meter und das ergibt an Quadratmetern 5 Quadratmeter 91,8. Also fast 6 Quadratmeter. Ja, das sind also die Möglichkeiten, die man so messen kann. Drücke ich nochmal auf dieses kleine Kastensymbol, kann ich den Messmodi wieder umstellen. Und jetzt seht ihr schon, dass wir jetzt macht er auch Kubikmeter. Das machen wir auch mal. Ich schieße mal an die Wand. Ich schieße mal zu meiner Vitrine. Und ich schieße mal an die Decke. Und dann sehen wir die drei Einzelwerte an die Wand, zu meiner Vitrine und an die Decke. Von hinten gemessen hier. Ergibt in Kubikmeter 9,8 Kubikmeter. Das rechnet er dann auch um. Jetzt gehen wir zum nächsten Messmodi. Das sind die Winkelfunktionen. Da seht ihr jetzt schon, jetzt soll ich die Hypotenuse messen, also eine Schräge messen. Das mache ich mal. Bis zur Decke oben hoch. Jetzt habe ich die Hypotenuse gemessen. Und jetzt sagt er, jetzt soll ich den unteren Schenkel messen. Das tue ich auch. Also gerade. Und jetzt berechnet er mir die von dem Geraden und die Hypotenuse die fehlende Kathete. Und das wäre dann 1,60 Meter. Das wäre die Kathete, also von der Wand zur Decke hoch. Schwierig zu erklären, ich zeige euch das nachher nochmal im praktischen Beispiel. Dann gibt's, wenn ich das jetzt nochmal drücke, kann ich die Ankathete messen, 2,34 Meter, die Gegenkathete messen,
2,55 Meter und die Hypotenuse wäre 3,47 Meter. So geht es immer weiter. Hier gibt es nochmal Winkelfunktion. Schaut selbst. Noch mehr Winkelfunktion. Und dann sind wir wieder durch. Also das ist normale Längenmessung. Das ist Flächenmessung. Also Länge, Breite. Das ist Länge, Breite, Höhe. Hier kann man die Ankatheter oder die Gegenkatheter errechnen lassen. Hier kann man die Hypotenuse errechnen lassen. Hier kann man verschiedene Winkelfunktionen durchführen. Hier auch. Das ist quasi selbsterklärend. Ja. Und dann sind wir im Grunde genommen auch schon durch mit den ganzen Möglichkeiten, die dieses Gerät so bietet. Habe ich irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Nö, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Also das Ding ist echt nützlich, ne? Anschalten, darauf achten unbedingt, messe ich von hinten oder messe ich von vorne als Anschlag, also messe ich, dass ich ihn hier irgendwo anlege und messe die Strecke oder messe ich so, dann muss ich natürlich umstellen. Seht ihr, springt dann immer hin und her. So könnte ich jetzt zack und die Strecke bis zur Wand messen. Ja, grau ist alle Theorie. Wir werden jetzt mal ein paar Messungen durchführen unter Realbedingungen. Und ich schwenke jetzt erstmal wieder rauf. Jetzt sind wir wieder hier oben mit meinem Messgerät, wo ich das Teil tatsächlich durch diese Schlaufe gefummelt habe. Aber nur mit Pinzettenhilfe. Jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Ich hatte euch jetzt theoretisch gesagt, was man damit alles machen kann. Also man kann es kalibrieren, wenn er eine Messungenauigkeit haben sollte von der Fabrik aus. Das kann man korrigieren, das Ding ist echt super genau. Und nun gehen wir mal rüber ins andere Zimmer und dann wollen wir mal das Zimmer vermessen. Wir werden erstmal eine Längenmessung durchführen, also von einer Wand zum Ende. Das sind knapp 8 Meter da in dem Zimmer, in dem lang, deswegen sage ich auch mal langes Zimmer, 8 Meter ist der Raum lang. Dann werden wir eine Flächenmessung durchführen, um zum Beispiel, wenn man den Boden verlegen will, wie viel Quadratmeter muss ich bestellen an Bodenbelag, das heißt also nur Länge und Breite, und dann rechnet er einem die Quadratmeter aus, sehr, sehr praktisch. Und dann kann man natürlich noch den Rauminhalt bestimmen, also Länge, Breite und die Höhe. Wofür wäre das wichtig? Vielleicht für Luft irgendwie, wenn man da irgendwie Luft reinbläst oder sowas. Wie viel Quadratmeter muss das Gerät belüften können oder sowas, denke ich mal, ne? Oder wofür wäre sowas noch nützlich? Ich habe jetzt keinen Anwendungsbereich dafür. Und dann werden wir ganz zum Schluss natürlich auch nochmal die Hypotenuse berechnen. Sprich, wir werden die Höhe der Tür mal ermitteln. Nur anhand des Winkels. Wir werden einmal an die Oberkante der Tür messen und dann auf dem Fußboden sozusagen direkt zur Tür. Und dann kann er natürlich die Türhöhe errechnen. Ja, Winkelfunktion. Satz des Pythagoras. Das funktioniert ausgezeichnet, und um euch das nochmal vor Augen zu führen. So, und diesen praktischen Teil werden wir machen, und dann werden wir gleich noch das ist das Einzige, was noch fehlt, zur Bedienungsanleitung kommen, wo das dann auch nochmal alles drin steht, was ich euch so erklärt habe. Und vielleicht erkenne ich da ja auch, dass ich euch irgendwas vergessen und verheimlicht habe. Aber normalerweise waren das so alle Funktionen, die das Gerät hat. Das ist wirklich selbsterklärend. Also wenn man mit dem Teil so 5 bis 10 Minuten rumspielt, hat man es drauf, ne? Das ist also wirklich genial einfach. Insbesondere, weil die ganzen Tasten natürlich auch alle beschriftet sind. Also man bräuchte kaum eine Bedienungsanleitung. Das ist also, selbst übers Experimentieren kann man es hinbekommen. Was natürlich ein bisschen nervt, ist dieses dusselige Gepiepe beim Messen. Also jetzt habe ich es ja ausgeschaltet. Das ist defaultmäßig angeschaltet. Über den Lautsprecher mache ich mal wieder drücke ich ein bisschen länger drauf. Also das kann schon ganz schön nerven. Aber manchmal ist das gar nicht schlecht, dass man so eine akustische Bestätigung für die Messung erhält. Also von hier bis zur Decke sind es jetzt von der Unterkante gerät 1,36 Meter von dieser Höhe hier, so den Dreh. Wenn ich denn das Gerät gerade halt, klar, dafür sind die Wasserwagen natürlich auch da. Das muss schon senkrecht sein, das Gerät, weil wenn ich es jetzt kippen würde, ich mach's mal, dann kriegen wir natürlich andere Werte. Dann wird der Weg natürlich länger, ist logisch, ne? Also es muss wirklich ganz gerade nach oben schießen, damit man solide Werte bekommt. Deswegen sind diese Wasserwagen hier auch eingebaut, dass man wirklich ganz, ganz gerade und ganz genau misst, ne? Damit man keine Messverfälschung bekommt, ne? Wer viel misst, 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 ne? Sagt man ja auch immer. Jo,
Kommen wir zum praktischen Teil. Gehen wir mal rüber in das andere Zimmer und dann zeige ich euch mal so ein paar praktische Messungen. Also ganz so spannend ist es nicht, aber schaut es euch einfach mal an. So, jetzt werden wir, ihr seht, ich messe jetzt auf der unteren Seite. Das kann man natürlich verstellen. Und zwar seht ihr hier, einmal wenn ich oben als Anschlag nehme und wenn ich unten als Anschlag nehme, ich nehme unten als Anschlag. Wir werden jetzt mal die Raumlänge vermessen. Und ja, das ist ja im eingeschalteten Zustand der Standardmodus. Dazu gehe ich hier hinten an den Anschlag ran und betätige den Laser. Ihr seht schon, der Laser schießt hier raus. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wartet mal. Da hinten ist der Laser, der Punkt an der Wand. Wartet mal. Das muss ich mit zwei Händen machen, das ist sonst doof. Jetzt haben wir die Länge des Raums. Die Raumlänge beträgt 8 Meter und 8 Millimeter. 8 Meter, 8 Millimeter ist der Raum lang. Und kann man natürlich die Breite ermitteln, das kann man auch. Das machen wir mal genauso. Da geht es zu mir hier ran und schießen rüber auf die andere Seite. Sie schießt einfach mal dahin. Jetzt hat er einen Wert. Könnt ihr sehen? Ja. Zwei Meter, knapp 2,70. 2,69 und 5 mm. Wenn ich es ganz genau haben will, gehe ich natürlich hier an die Wand und schieße auf die andere Wand. Das mache ich jetzt nochmal. So, schieße jetzt mal auf die andere Wand. Und dann haben wir das exakte Ergebnis ohne die Fußleisten. 2,73 Meter. So, jetzt gibt es natürlich noch folgende Möglichkeit. Nun kann ich natürlich auch Volumen berechnen. Jetzt könnte ich natürlich den Längenwert, die 8 Meter mal die 2,73 nehmen, dann weiß ich die Quadratmeter. Und dann kann ich natürlich hier auch noch hingehen. Und dann seht ihr hier oben die Flächenberechnung. Das machen wir mal. Also wir werden erstmal von Wand zu Wand schießen. Den Wert ermitteln. So, den ersten Wert haben wir schon. Seht ihr? 2,73. Und nun machen wir noch die Länge dazu. Jetzt gehen wir wieder hier rüber. Und schieße wieder rüber auf die andere Seite. Hat er. So, und jetzt sehen wir hier, ups, da. Jetzt sehen wir hier, wenn wir genau gucken, wie viel Quadratmeter es sind. Er hat die Breite gemessen, die Länge gemessen und hat daraus die Quadratmeter ermittelt. 21,92. Ja, seht ihr? 21,92. Wie kriege ich das Licht an, ohne dass ich ihn auslöse? Ne, dann lösche ich es. Aber ihr habt gesehen, das geht. So, nun mache ich ihn wieder an. Und das ist ja die Längenmessung hier oben. Das ist die Flächenmessung. Das ist die Volumenmessung. Und dann kommen wir schon zu den Winkelfunktionen. Seht selbst. Also, ich will jetzt wissen, wie hoch ist die Tür. Kann ich natürlich hingehen und messen. Aber ich will das jetzt über einen anderen Weg messen, über die Hypotenuse. Sprich, von hier unten, schräg hoch gemessen zur Oberkante Tür. Und dann die Kathete, das ist natürlich das gerade Stück hier rüber. Und dann kann er natürlich aus der Hypotenuse plus der Kathete, kann er natürlich über die Winkelfunktion die Höhe von der Tür ausrechnen. Also wenn das jetzt hier die Ankathete ist, das hier ist die Hypotenuse, dann kann er die Gegenkathete ausrechnen. Oder eben umgekehrt, wenn man die Gegenkathete hat, also quasi diese Länge hier zur Tür hin, hat die Hypotenuse, kann man natürlich dann die Ankathete, das wäre dann die Höhe der Tür, ausrechnen. Das tun wir mal. So, dazu muss ich das Messgerät natürlich hier immer in der gleichen Position haben. Deswegen nehme ich hier die Ritze hier, die Kante. Da stelle ich ihn rein und feuer auf die Tür den Laser. Dazu gehe ich mal mit euch ein bisschen dichter ran, damit ihr mal seht, wo der Laser da ist. So. Und dann versuche ich das möglichst exakt die Oberkante zu treffen. Das ist nicht ganz einfach. So, war ein Zentimeter drunter. Da haben wir jetzt eine Hypotenuse von 2,83 Meter ist die Länge. So, und jetzt brauche ich nur noch die Kathete hier messen. Dazu muss ich den natürlich hier genau ansetzen. So.
wieder zur Tür. Ihr seht es hier vorne. Das ist der Laser. Und messe diesen Wert. Also drück Feuer. Hat er jetzt ausgemessen. Und das ist eine Entfernung zur Tür ist 2 Meter. Und die Höhe der Tür hat er ausgerechnet mit 1,98 Meter. Das schauen wir uns mal an, ob dem auch so ist mit 1,984. Ich habe natürlich 1 cm unter der Tür gemessen, ist klar, ne? Unter der Türoberkante. Und das schauen wir uns mal an. 1,98 Meter. Ich darf natürlich auch nicht ganz auf den Boden. Ich muss ein bisschen vom Boden weg, weil die Tür natürlich diesen Spiel hat. 1,98 Meter. So. Das kommt ungefähr hin. Das ist so. Und ihr seht, 1,988. Das ist meine Messungenauigkeit, weil ich mit dem Laser natürlich hier vorne irgendwo hingefeuert habe. Nicht, dass ich hier hinten hinschieße, sondern hier irgendwo in die Nähe des Randes. Jetzt gehen wir wieder einen Tick nach oben, weil die Tür natürlich spielend zum Fußboden hat. Und ihr seht hier selbst 1,98. Also der Messwert, den das Messgerät ermittelt hat, ist sehr, sehr präzise zurück. Habt ihr gesehen? Also die Messwerte stimmen auch. Weil, woher weiß ich das? Ja klar, weil ich das Zimmer natürlich da renoviert habe. Vor nicht allzu langer Zeit, vor 7 Monaten. Ist das 7 Monate schon wieder her? 7 Monate, ja, den drehen. Das war im November war das, glaube ich. Ja, im November habe ich hier ja alles hier oben auseinandergenommen. Funktioniert ausgezeichnet. Also die Längenmessung easy, easy. Die Flächenmessung funktioniert auch easy, easy. Und auch die Winkelfunktion, echt erstaunlich präzise. Ne? Ja klar, Satz des Pythagoras. Aber wie gesagt, wer viel misst, misst, misst. Also passt da auf, wenn ihr das Ding ausrichtet, dass es möglichst dass im Lot ist, das Teil. Ne? Dass ihr, wenn ihr eine Länge misst, nicht so misst. Ne? Also dass das wirklich auf kürzesten Weg zur Gegenwand geht. Ne? Also an der Wand ran hier. Paff! Und dann der kürzeste Weg im Lot. Und dann habt ihr einen genauen Messwert. Auf Millimeter genau. Das ist also wirklich verrückt. Und auch mit den Winkelfunktionen habt ihr auch gesehen, alles easy. Jetzt gehen wir mal noch mal ganz kurz runter und schauen uns die Bedienungsanleitung an. Und dann habe ich das ganze Gerät schon abgefrühstückt. Hier haben wir die Bedienungsanleitung. Ja, sie ist erstmal in Englisch. Schock, Schock. Keine Panik. Ihr kriegt nichts von Amazon, was eine englische Bedienungsanleitung hat. Sondern es ist mehrsprachig. Nach der englischen Bedienungsanleitung kommt auch schon... Genau. Kommt auch schon nach Englisch, kommt auch schon Deutsch. Und hier geht's schon los mit Deutsch. Und hier seht ihr nochmal die ganzen Funktionalitäten in der Bedienungsanleitung, wie man die Batterien einlegt. Schalten Sie das Instrument ein und aus, wie das funktioniert, habe ich euch ja gezeigt. Welche Genauigkeiten es hier gibt. Hier ist eine Tabelle für die Genauigkeiten. Messreferenzeinstellung, Frontend-Referenz. Ja, das ist diese Geschichte hier. Hinten messen, vorne messen. Das nennt sich Messreferenzeinstellung. Hintergrundbeleuchtung ein und aus kann man auch einschalten, beziehungsweise die schaltet sich nach 15 Sekunden automatisch aus. Ton ein und aus, das kann man ausschalten mit diesem Lautsprechersymbol. Drücken Sie lange die Minustaste mit dem Lautsprecher drauf, um den Summerton ein und auszuschalten. Also es gibt dusselige Gepiepse. Die Selbstkalibrierfunktion, wie das funktioniert, wie man das korrigieren kann. Plus minus 9 mm kann man es korrigieren. Entfernungsmessung, wie man eine Entfernungsmessung durchführt. Kontinuierliche Messung hatte ich euch auch gezeigt mit Min-Max. Eine Flächenmessung, wie man das durchführen kann. Eine Volumenmessung, wie man das durchführen kann. Hier kommen wir zum der Satz des Pythagoras, misst indirekt. Also wenn man zum Beispiel die Höhe x, wie ihr hier seht, die Höhe x herausfinden will, kann man einmal über die Hypotenuse, über a und b sozusagen die Höhe x ermitteln. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. 1, 2, 3, 4. Verschiedene Messmöglichkeiten. Und die werden hier auch nochmal alle dargestellt. Da gibt es noch die Plus-Minus-Messfunktion. Hatte ich euch auch gezeigt. Ich glaube, ich habe gar nichts vergessen. Speicherfunktion hatte ich euch auch gezeigt. Mit den ganzen Datensätze. Information, Ursache, Lösung. Außerhalb des Entfernungsbereichs. Also sind Fehler. Reflexionsfähigkeit, bla bla. Ja, wurscht. Das sind die verschiedenen Error, die noch angezeigt werden, R1 bis R5. Und dann könnt ihr nochmal gucken, was der Error, zu schwaches Signal, zu starkes Signal, außerhalb des Entfernungsbereiches. Und dann findet ihr noch die technischen Parameter von dem Teil. 50 Meter Entfernungsmessbereich, okay.
Die Messgenauigkeit liegt hier bei dem Gerät spezifiziert, ich weiß nicht, ob das auf die 50 Meter gilt, plus minus 2 mm. Kontinuierlicher Messmodus, ja. Satz des Pythagoras hat er, klar. Plus minus hat er. Was ist hier noch entscheidend? Kann ausgeschaltet werden? Sprachaufforderung? Nee, das haben wir nicht. Anzahl der Speicherbanddatensätze 99, habe ich euch auch schon erzählt. 20 Sekunden lang ab. Schneiden Sie den Leser automatisch. Keine Ahnung. Der Leser schaltet sich, glaube ich, nach 20 Sekunden automatisch ab. Automatische Abschaltung des Gerätes nach 150 Sekunden. Maximale Akkulaufzeit. Hier steht auch Akkulaufzeit und nicht Batterielaufzeit. 8000 Messungen kann man durchführen. Und in einer rauen Umgebung von minus 20 bis 60 Grad benutzen. Arbeitstemperatur 0 bis 40 Grad. Lagerfeuchtigkeit, bla bla, 2 Batterien. Und das war's auch dann schon. Und das Zubehör. Das war's. Packliste. Ne? Und da kommen wir schon zur nächsten Sprache. Das könnte Spanisch sein. Italienisch und der ganze Kram. Ne? Also sind nur ein paar Seiten. Reicht ja auch vollkommen aus. So kompliziert ist es dann ja auch nicht. Und dann schwenke ich jetzt mal wieder nach oben. Also ihr habt gesehen, Zollstock braucht kein Mensch. Oldschool. Analoge Messtechnologie. Zollstock ist natürlich auch praktisch. Aber das ist noch praktischer. Das Ding ist richtig geil. Also Zollstock benutze ich überhaupt nicht mehr, seitdem ich das Teil hier habe. Ne? Also ich habe hier schon so ein paar, ich führe hier dauernd irgendwelche Messungen durch. Und das Ding ist echt praktisch. Das ist ein praktisches Helferlein für jeden Hobbyhandwerker. Ich würde fast sagen, gehört eigentlich in jeden Haushalt rein. Und für 29,99 Euro macht man mit dem Teil nichts falsch. Also das Ding ist fast ein bisschen überkandidelt, was die Möglichkeiten angeht. Aber so Länge messen, Breite messen, ja, Fläche messen, das finde ich echt sinnvoll. Volumen, ob man es braucht, weiß ich nicht. Das Ding ist genau wie Sau, also ist wirklich extrem genau. Man kann es kalibrieren, falls eine gewisse Messungenauigkeit vorhanden ist. Also man kann es dann genau nachjustieren. Und ja, für die Knete, was ich mir noch gewünscht hätte, eine Sache fehlt mir an dem Ding. Was ich mir bei dem Teil hier noch gewünscht hätte, wäre, wenn man die Länge des Raums misst und die Breite des Raums misst, dass er den Umfang des Raums auch nochmal anzeigt. Das hätte ich mir gewünscht. Das wäre zum Beispiel ganz interessant für, um die Sockelleisten in entsprechender Länge zu bestellen, zum Beispiel. Ne? Also gut, das fehlt dem. Ansonsten hat er eigentlich alles. Ne? Auch mit dem Satz des Pythagoras mit Hypotenuse, Ankathete, errechnet die Gegenkathete aus. Oder eben Ankathete, Gegenkathete und errechnet die Hypotenuse aus. Also wirklich toppi, ne? Besser geht ja gar nicht. Ich meine, das ist schon cool. Ne? Und da hat er natürlich noch einige Winkelfunktionen mehr. Aber das ist schon sehr, sehr speziell. Ne? Das braucht, denke ich mal, von uns keiner. Das ist wahrscheinlich irgendwie für Schreiner ganz geeignet. Aber ganz gut geeignet. Aber weiß ich nicht, für einen Hobbyhandwerker sind das so die Funktionen, würde ich mal so sagen, die er so benötigt. Passt die Bedienungsanleitung? Nee, die würde nicht in die Tasche reinpassen. Wäre auch ziemlich sinnlos. Also Bedienungsanleitung kommt in den Karton rein. Braucht man eigentlich auch nicht die Bedienungsanleitung, weil das Teil natürlich quasi selbsterklärend ist. Also man fummelt sich da einmal ganz kurz rein und dann weiß man auch Bescheid. Ne? Hat mich echt erstaunt. Also ich habe da im Grunde genommen die erste Messung konnte ich nach 2 Minuten durchführen. Klar, ne? Und dann geht's natürlich noch ein bisschen in die Details. Wie stellt man das um? Und dann probiert man einfach mal ein bisschen. Also ich habe mir die Bedienungsanleitung zuerst gar nicht durchgelesen und nach 5 bis 10 Minuten hatte ich die meisten Funktionen schon so überprobieren sozusagen rausgefunden. Also das Ding ist echt selbsterklärend. Ein paar Spezialfunktionen, okay, da muss man wirklich in die Bedienungsanleitung gucken, wie zum Beispiel den Kalibriermodus. Ja, wie soll man darauf kommen, die Clear- und Off-Taste gedrückt zu halten und dann das Gerät einzuschalten bei gedrückter Clear-Off-Taste, dass er in den Kalibriermodus reingeht. Also da kommt man so einfach nicht drauf. Aber der Rest ist echt Pillepalle. Für 29,99 Euro. Bestkauf ever, ne? Und dann kriegt ihr noch 2 Batterien dazu für eure Fernbedienung oder was weiß ich. Oder fürs Gerät. Aber packt da keine Batterien rein. Packt da Akkus rein. Seid ein bisschen ökologisch. Ne? Kauft Akkus. Kauft gute Akkus. Hochwertige Akkus. Die könnt ihr 500 Mal aufladen. Minimum 500 Mal aufladen. Die halten ein Leben lang. Ne? Und da braucht ihr nie wieder irgendwelche Batterien kaufen. Also ein Quatsch. Ne? Kosten im ersten Moment ein bisschen mehr, die Akkus. Aber das rechnet sich. Glaubt es mir. Und insbesondere die Lader-Akkus von IKEA, weil das Panasonic-Akkus sind. Ne? Das sind die besten Akkus, die es so auf der Welt gibt. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ja, sind wir durch mit dem Laser-Entfernungs-Messgerät.
Laserdistanzmeter. Laserdistanzmeter. Warte mal. Laserdistanzmeter steht da. Steht da in Deutsch? Sicherheitsbestimmung. Lass mal gucken. Steht gar nichts. Die legen gleich los mit der Bedienung. Mit dem Laserdistanzmeter GN50. GN50? Ja, GN50. Sind wir durch. So. Meine Lieben, habt ihr noch was? Achso, ich hab noch was. Mein letztes Video. Jetzt muss ich mal überlegen. Was ging's da? Um ein Stativ, genau. Mein Stativvideo, da hat sich jemand gemeldet unter dem Video. Peter heißt er. Stammzuschauer meines Channels, der meine USA-Videos auch so liebt. Und dem ist aufgefallen, dass ich mit meiner, ich hol sie mal. Dem ist aufgefallen, dass ich in den USA, ja gut, habe ich auch nicht geheim gehalten, mit meiner PowerShot 270 SX 270HS, 20-fach optischer Zoom, dass ich mit dieser Kamera meine Videos mache. In Full HD. Das funktioniert soweit ganz ausgezeichnet. Dann habe ich ja natürlich meine Hackfresse und dann labere ich da rein. Das Problem ist bloß, ich mache das alles blind, weil das Display natürlich hier hinten ist, ne? Aber es geht. Es geht so einigermaßen. Also richtig optimal ist es nicht. Und dem ist das halt aufgefallen. Und der sagt, er hat eine Canon SX 730HS, die er nicht mehr braucht. Die hat er wenig benutzt, nur zweimal wohl. Und die braucht er nicht mehr und die würde er mir schenken. Für meine USA oder für meine Reisevideos, für meine Reiseblogs. Das Ding hat eben den Vorteil, okay, hat ein 40-fach Zoom, ey, brutal das Ding. Hat aber den Vorteil, dass man das Display nach oben klappen kann. Sprich, man sieht auch genau, wo die Kamera hinschießt und was man gerade aufzeichnet. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und die will er mir schenken, ne? Die will er mir zuschicken. Und ja, Peter, falls du das hier sehen solltest, danke, danke, danke. Damit tust du mir echt einen großen Gefallen, weil du weißt ja, dass ich auf diese Canon-Systeme als Urlaubsknipse, würde ich sagen, sind die auch okay. Aber das ist natürlich hier unschlagbar. Aber das ist natürlich auch ein Trümmer. Das ist natürlich was Kompaktes. Allgemein die PowerShot-Modelle. Die sind schön kompakt, die tragen nicht auf, die tun nicht weh. Und für so Vlogging finde ich die echt geil, die Teile. Ne? Also die machen echt Spaß und funktionieren echt prima. Hier muss ich ein bisschen tricksen. Kann es ja mal zeigen. Das ist ja das, diese 270 HS, die haben ja so ein Serienproblem. Da muss ich ja den mittleren Pin abkleben, damit die Kamera nicht abschaltet, ne, bei den Videos. Sonst würde die nach 20 Sekunden abschalten. Ne? Haben einen Serienfehler, diese Kisten hier. Okay, aber so geht's auch. Aber schön ist es nicht. Ne? Aber sie funktioniert gut. Also ich bin mit der 270. Jetzt komme ich total genau. 270, ne? 270. Mit dem 270er Modell bin ich nicht unzufrieden. Full HD, wunderbar. Ne? Funktioniert erst rein das Teil. Aber seine 730, seine PowerShot 730, die ist natürlich super. Ne? Also die ist nochmal das Ding auf Steroiden. Und die braucht er wohl nicht mehr. Und die schenkt er mir. Ein Österreicher ist das übrigens. Österreicher sind die geilsten. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Sobald ich die bekomme, will ich da mal berichten von ihm. Dann schauen wir uns die mal ganz kurz an. Machen wir mal im Smalltalk-Part. Das finde ich echt geil. Also meine Zuschauer sind echt die coolsten. Ne? Gibt ja Leute, der eine schickt mir immer Quietsche-Enten zu. Ein anderer hat mir schon Bier zugeschickt, weil er weiß, dass ich gerne Bier trinke. Aus seiner Region auch super geil mit so einem Trinkhumpen. Und also mich haben hier schon so viele, viele nette Kleinigkeiten erreicht. Finde ich sowas von cool. Hier den Flaschenöffner von Dashcam Dresden Germany. Dazu muss ich aufstehen. Die Quietsche-Enden hat Dashcam Dresden Germany mich ja auch schon bedacht. Das Teil hier, da hat Dashcam Dresden Germany mir hier den Flaschenöffner geschickt. Ich glaube sogar ein Sixpack Bier. Also das steht in keinem Verhältnis zu den Versandkosten. Also hat mich echt gefreut. Also solche Sachen machen echt Bock. Und der Peter, mein österreichischer YouTube-Zuschauerfreund, der hat mich wirklich überrascht. Der sagt, willst du die 730 haben? Ich brauche sie nicht mehr. Hat auch an das letzte Video geschrieben. Der sagte, ja, ihm gefallen so gut meine USA-Videos und ihm ist eben aufgefallen, dass ich da die 230 benutze. Es geht, aber ich mache da viel blind. Ne? Also ich hoffe immer, dass das einigermaßen stimmt. Ne? Und er hat eben diese 730 HS, hat ein hochklappbares Display. Das ist natürlich ideal für
Videoproduktion so, ne, wenn man so rumschnattert, ne, für Vlogging, ne. Finde ich geil, freue ich mich echt drauf. Und ja, dann habe ich für den nächsten Urlaub eine schöne Kamera. Brauche ich mir nur noch mal einen Akku bestellen. Weiß nicht, was der für das Ding kostet. Nochmal einen Reserve-Akku und dann benutze ich die. Ne? Also dann schicke ich sozusagen die 270 hier in Rente. Vielleicht will die ja jemand von euch haben. Weil dann brauche ich sie auch nicht mehr. Ne? Aber die funktioniert einwandfrei. Zum Fotografieren ist sie super, zum Video machen ist sie doof sozusagen, wegen dem Serienfehler. Aber wenn ihr damit keine Videos machen wollt, Fotos, Toppi, ne? Was rein das Ding. Habe ich auch nicht viel bezahlt. Ich glaube, 40 oder 50 Euro habe ich für das Teil bezahlt. Ne? Gebraucht, ne? Jo. Sonst habe ich heute nichts. Sonst sind wir durch. Also kommt noch mal was von dem lieben Peter aus Österreich. Und die Kosten will ich ihm natürlich erstatten. Plus einen kleinen Leckerli, ne? Also ganz, der soll da nicht soll keine großen Unkosten wegen mir haben, ne? Ja, nett, ne? Also das ist eben der Vorteil bei den YouTube-Videos und bei den Stammzuschauern, die ich habe, ne? Weil das sind echt treue Seelen und vor allen Dingen super nette Menschen, ne? Also die helfen sich gegenseitig, denke ich mal. Also so, das sind auch so Typen, die sich auch im Leben so untereinander helfen, ne? Also dieser Peter zum Beispiel oder Dashcam Dresden Germany, das sind so Leute, auf die man sich in der Not auch verlassen kann und die sicherlich auch nicht nur mich mit irgendwas beglücken, sondern die wandeln sie durch ihr gesamtes Leben, nehme ich mal an, und sind wirklich nett. Dieser Peter hat mir noch geschrieben, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, er braucht die Kamera nicht mehr und er kommt auch nicht in die USA, deswegen braucht er die Kamera wohl auch nicht mehr, weil seine Frau und er, die haben jetzt ganz frisch ein Baby bekommen und dann ist natürlich jetzt sowieso erstmal Dadaldo. Also muss ich quasi für Peter die Arbeit in den USA übernehmen und ihm so ein bisschen Urlaubsgefühle vermitteln. Kommen übrigens ja noch viele Urlaubsvideos. Aber ich habe momentan echt keine Zeit. Ich bin ja so eingespannt mit irgendwelchen kranken Projekten. Wollte ich längst online haben von 2019. Den Rest sozusagen, wo ich mit Anja unterwegs war. Da ist noch also jede Menge Material. Ich habe erst ein paar Videos in Anführungszeichen davon von dem 2019er Trip veröffentlicht. Da kommt auch noch eine ganze Menge. Diese Geschichte nehme ich mich aber an, wenn ich wirklich ein bisschen Luft habe, ein bisschen Zeit und ein bisschen Muße, weil diese Sachen sind auch vom Aufwand her echt brutal. Genauso wie dieses Video. Das ist alles viel Arbeit. Ihr glaubt es gar nicht, ne? Das ist echt verrückt, ne? Finde ich aber nett, dass die Leute eben beobachten und genau mitschneiden, was ich ja so mache, was ich habe und mit was für Problemen ich jetzt zum Teil zu kämpfen habe. Weil das ist ja auch nur ein Kompromiss. Diese Kamera zum Fotografieren, super. Und wie gesagt, für Video völlig ungeeignet. Und da muss ich natürlich immer den Pin abkleben. Und da kommt eben das dazu. Da muss ich schätzen, wie lange der Akku hält. Ne? Also nach 45 Minuten darf ich nicht weiter videorisieren. Weil wenn der während des Videorisierens ausschaltet, ist das Video quasi verloren. Das muss ich dann auf der SD-Karte retten. Ne? Also so trickst sich die Kamera so ein bisschen aus. Ne? Weil die falsch misst. Ne? Die misst die falsche Spannung. Und fieser Serienfehler bei dem Ding. Bei Fotos merkt man das nicht. Fotos ganz normal, kann man Feuer geben, hunderte von Fotos, aber bei Videos kackt das Ding selbst beim vollen Akku innerhalb von 1-2 Minuten völlig ab. Das schaltet aus und sagt, bitte Akku wechseln. Das ist das einzige Problem bei diesen Modellen hier. Ist, glaube ich, auch nicht jedes Modell betroffen, aber eine Vielzahl von Modellen. Deswegen bekommt man die auch gebraucht auch so günstig. Gerade wenn Leute Videos damit machen wollen, dann sagen die, schnell weg. Aber für Leute, die nur Fotos damit machen wollen, Traum. Das Ding ist echt gut. Macht knackscharfe Fotos, hat 20-fach optischen Zoom. Das Ding von Peter, die 730HS, hat sogar einen 40-fach optischen Zoom und einen 5-Achsen-Bildstabilisator. Na gut, davon halte ich nicht ganz so viel. Obwohl, das funktioniert relativ gut, hat meine Olympus hier ja auch diesen 5-achsigen Bildstabilisator. Der ist schon brutal. Ne? Also das Ding ist schon nicht schlecht. Ne? Also das ist schon verrückt. Jetzt war der Akku leer. Ihr glaubt gar nicht, wie heiß das Teil das hier. Das ist einer von meinen eBay-Akkus. Die halten lange durch, die Dinger. Ne? Die anderen beiden habe ich ja schon weggeschmissen. Und die haben jetzt, wie lange haben die gehalten? Zwei Jahre. Ne? Aber die sind hier im harten YouTube-Einsatz. Also die müssen richtig leiden. Ne? Die wandern in diesem heißen Zustand gleich in das Ladegerät rein. Ist natürlich nicht gut für den Akku. Oder ich lasse ihn jetzt abkühlen. Aber allgemein, Wärme ist nicht gut für diese Akkus. Dann altern sie natürlich extrem. Und die müssen hier richtig rackern. Hier bei meinen Videos, insbesondere bei meinen langen Videos. Wo waren wir stehen geblieben? Bei 40-fach optischen Zoom. Das ist gar nicht zu stemmen, fototechnisch, insbesondere weil
bei der ist es ja genauso, weil die nicht extrem lichtstark sind. Da werden die Verschlusszeiten schon ganz schön lang. Wenn man da keine optische Stabilisierung, eine digitale oder eine mechanische, ich glaube, das ist sogar mechanisch, eine mechanische Stabilisierung hat, Bildstabilisierung, da ist man verloren. Also da kriegt man nichts scharf. Und bei 40-fach ist das natürlich extrem. Jetzt ist natürlich interessant, bei Peters Kamera, die 20-fach, habe ich ja schon ein paar Mondfotos gemacht bei Vollmond. Das funktioniert echt klasse. Mit der hier auch, aber mit der funktioniert das auch super. Da muss ich auch schon den digitalen Zoom so ein bisschen reinhauen. Da kann man echt klasse Mondfotos mitmachen mit dem Teil. Das ist nur ein 20-fach optischer Zoom. Jetzt interessiert mich natürlich auch ein Stativ, was ich euch ja letztens vorgestellt habe. Wenn mal wieder Vollmond ist, werde ich mit Peters Kamera natürlich auch mal wieder auf Mondjagd gehen und mal den Mond fotografieren. Und das kann man mit 40-fach optischen Zoom, kann man das ganz wunderbar machen. Da werde ich euch dann auch mal ein paar Bilder präsentieren. Sowas interessiert mich natürlich auch mal brennend. Auch wenn ich sie nur für Videozwecke wohl benutze. Diese DigiBuddy Akkus, die kann ich echt empfehlen. Die sind von der Qualität her echt top. Aber die waren auch teuer. Da hat ein Akku 9 oder 8 Euro gekostet. Die waren nicht ganz billig, die Dinger. 1100 mAh. Aber da kann ich schon so 1,5 Stunden Video mitmachen. Mit einer Akkuladung. Das ist schon üppig. Ne? Ja. Habe ich sonst noch was? Nee, ich muss noch mal aus der Flasche trinken für alle meine Flaschenfreunde. Passt übrigens von der Farbe her ganz gut zu meinem Tritorp, ne? Ja, schaut selbst. Kommt irgendwie hin, ne? Tritorp-Messgerät. Ja, also dieses Messgerät hier. Regnet das? Ne. Dieses Messgerät, toll. Zollstock, auch toll. Aber das Ding, das wird mich den Zollstock nicht mehr, also ich werde den Zollstock wahrscheinlich nicht mehr so oft in der Hand haben, wie ich ihn sonst in der Hand habe, weil der Zollstock ist mein bester Freund, davon habe ich 5 Stück hier in der Hütte. Überall in jedem Raum habe ich fast einen Zollstock, weil ich brauche die dauernd. Aber seitdem ich das Ding hier habe, brauche ich sie eigentlich gar nicht mehr, weil ich alles nur noch mit dem Teil mache und es funktioniert. Ne? Das ist wirklich toppy, ne? Ja, egal. 29,22 €. Link übrigens unter dem Video, ne? Falls ihr da Interesse dran haben solltet. Lest euch das mal durch, lest euch die Rezension durch. Also für 30 € ist das echt ein Schnäpper, ne? Also, toppi. Sie hätten es auch 2 Cent teurer machen können, dann wäre der Versand umsonst. Ne? Okay. 30 € eins wäre mir lieber gewesen, ne? Aber 29,99 € ist auch okay. Selbst wenn der Versand dazu kommt. Ja. Mit Zollstock kann man zum Beispiel schön rumwerfen. Kann man aber auch mit dem Teil. Geht auch, falls man mal ein bisschen Langeweile hat. Macht einen allgemein sehr robusten Eindruck. Das Material hier, sehr griffig, gummiartig. Gummiert irgendwie, so ein Hartgummi ist das. Also schon, da klappert nichts, da klödert nichts. Das macht alles einen soliden Eindruck. Ne? Also als wenn es ja für den harten Messeinsatz gebaut wäre. Wie langzeitstabil das Ganze ist, was passiert, wenn er 5-mal runterfällt, muss man ausprobieren. Jetzt wollte ich mit dem Ding nicht rumschmeißen. Dafür ist es dann doch zu schade. Aber es funktioniert natürlich toll, ne? So, Messung bis zur Decke vom Fußboden. Mal gucken. Wie viel haben wir denn da? Da haben wir vom Fußboden 2,31 Meter. Hat er von hinten gemessen? Ja, hat er. 2 Meter 31 und 4 mm. Jo. Aus. Zack. Selbsterklärend. Tolles Teil. Könnt ihr euch zulegen, falls ihr so kleine Heimhandwerker seid. Ne? Aber auch, wenn ihr keine Heimhandwerker seid, kann man immer gebrauchen. Also wenn ihr öfter mal einen Zollstock in der Hand habt, wisst ihr ja sicherlich, wenn ihr öfter mal mit dem Zollstock rumtüdelt, dann ist das schon eine Überlegung wert. Ne? Weil so ein Zollstock kostet auch Geld, ne? Ich weiß nicht, 3 € oder was? Was kostet so ein Ding hier? Boah, was habe ich dafür gelöhnt? Muss ich ja bezahlen, habe ich ja nicht geschenkt gekriegt. Hat man daher auch irgendwann raus, das Teil hier, ne? Na gut, da müssen noch 2 Akkus rein. Beziehungsweise 2 Batterien sind ja dabei. Aber wenn die verschlissen sind, nimmt Akkus. Ich nehme von vornherein Akkus. Jo. Habe ich sonst noch was? Deswegen bin ich auch ganz froh, dass hier Batterien drin sind. Weil der Hersteller hätte natürlich auch die Akku schon fest verbauen können in dem Gerät. Aber das wäre dann wieder ein Verschleißteil gewesen, weil so ein Akku ist dann irgendwann auch hin und baut nachher ab.
Und dann steht man da mit dem Gerät, was voll funktionsfähig ist, wo aber der Akku, wenn das auch noch ein Spezialakku ist, hin ist, dann muss man das Gerät nachher unter Umständen wegschmeißen. Deswegen ist es ganz gut so, dass man hier Standardakkus, ganz sympathisch, dass man hier Standardakkus nutzen kann oder Standardbatterien. Dann braucht man das Gerät dann nicht wegwerfen und hat lange gut vor. Ne? Ja. Egal. Habe ich noch was? Nee, ich habe nichts mehr. Ich könnte noch mal ein bisschen an mich haben. Ich bin müde, da seht ihr das. Ich bin echt müde, ich bin echt kaputt. Ne? Es war heute auch wieder warm und ich bin den ganzen Tag hier wieder in Gange mit irgendwelchen wilden Aktionen. Und jetzt merke ich schon langsam, jetzt ist auch schon wieder 1:15, wie die Müdigkeit mich so ein bisschen übermannt. Ne? Schon eine ganze Weile merke ich das. Das habe ich eigentlich schon nach dem Baden gemerkt. Ich dachte, das macht mich wieder so ein bisschen fit. Ne? Nee, macht mich nur sauber, aber so eine Körperreinigung ist auch nicht so unbedingt so super erfrischend. Ne? Also man fühlt sich zwar sauber, aber wach werde ich davon nicht. Ne? Außer natürlich, ich würde kalt baden oder duschen. Dann würde ich vielleicht wach werden. Ne? Aber wohl auch krank. Weiß ich nicht. Aber wohl krank. Heute ist Sonntag, eigentlich Montag schon. Samstag nächste Woche, also in 6 Tagen, muss ich zum Impfen. Wo muss ich denn da hin? Warte mal, da kann ich mal gucken. Am 10.7. 21 um 11.30 Uhr. Muss ich noch diesen blöden Bogen hier ausfüllen, ne? Okay. Dann fülle ich noch diesen dusseligen Einwilligungserklärung aus. Das darf ich nicht vergessen. Ja, dann kriege ich endlich meinen zweiten Stempel hier. Meinen zweiten AstraZeneca-Stempel. Und dann bin ich auch würdig. Dann kann ich in die USA. Dazu kann ich übrigens auch noch was sagen. Ich habe mittlerweile natürlich wieder Kontakt aufgenommen zu meinem zu meiner Lieblingswebseite, wo ich meine Flüge immer buche als Militärangehöriger. Und ich wollte ja eigentlich den Flug buchen. Ja, ich bin dann geimpft. Ich gehe davon aus, dass nächsten oder übernächsten Monat, spätestens übernächsten Monat, dass die Grenzen wieder aufmachen, die USA und Kanada, also Nordamerika, dass die wieder aufmachen. Da wurde mir gesagt, machen Sie es besser nicht. Nicht, weil die Grenzen unter Umständen nicht aufmachen, aber es könnte natürlich sein, dass irgendwas dazwischen kommt. Und wenn ich jetzt einen Flug buche, wo die Grenzen noch zu sind, werde ich nachher ein Problem kriegen mit dem Storno, denn ist ein Großteil der Knete futsch, weil ich habe es vorher gewusst, dass die Grenzen zu sind und das ist dann mein persönliches Risiko, was ich eingehe. Und die Dame da an der Hotline sagte mir, warten Sie, bis die Grenzen offiziell auf sind, denn das ist wieder eine andere Hausnummer. Dann hätte ich gebucht, nachdem die Grenzen auf sind, also wo alles in Ordnung ist. Und wenn dann wieder die Grenzen geschlossen werden sollten, weil irgendwas Unvorhergesehenes passiert, hätte ich wieder so eine Art Sonderkündigungs-Rücktrittsrecht oder sowas. Also dann sieht es auf der rechtlichen Seite für mich wesentlich günstiger aus. Als wenn ich buche, wo sowieso alles dicht ist. Und dann würde die Airline sagen, wieso, sie wussten doch, dass alles dicht ist. Sie müssen davon ausgehen, dass alles weiterhin dicht ist bis zu dem Reisezeitpunkt. Haben sie halt Pech gehabt, ne? Wir können ihn dann aber auch für den Preis XYZ einen neuen Flug andrehen, der dann wahrscheinlich genauso teuer ist wie den Preis, den ich jetzt bezahlen würde, ne, als Umbuchung. Ja, jedenfalls würden da jede Menge Kosten auflaufen. Sie sagte, lassen Sie die Finger davon, erst wenn es offiziell ist, dann buchen Sie. Und so will ich das auch machen. Also ich bereite mich jetzt hier vor. ESTA-Genehmigung, meine Impfgeschichten will ich hier machen. Also wie gesagt, nächste Woche bin ich durchgeimpft und dann 14 Tage warten, dann bin ich auch fit. Wichtig für die USA. Lasst euch keine Kreuzimpfung geben, falls ihr in die USA reisen wollt, dieses Jahr oder nächstes. Mit der Kreuzimpfung werdet ihr sofort wieder nach Hause geschickt. Habt ihr ein Problem? Weil die Amerikaner sagen, oder bei den Amerikanern ist es so, man gilt als geimpft, wenn man zum Beispiel BioNTech, wenn man zweimal BioNTech bekommen hat oder wenn man zweimal AstraZeneca bekommen hat, also seinen ersten Shot und dann nach der gewissen Wartezeit, bei AstraZeneca sind es ja irgendwie 6 bis 9 Wochen, seinen zweiten Shot und dann 14 Tage später gilt man da als komplett durchgeimpft. Wenn ihr jetzt AstraZeneca bekommt und dann im zweiten Shot irgendwie ein paar Wochen später BioNTech und ihr fliegt in die USA, habt ihr ein Problem, könnt ihr gleich wieder nach Hause fliegen, weil dann sagen die Amis, ihr seid nicht geimpft. Ihr seid nicht geimpft. Und dann sagst du, wieso, ich stehe doch hier im Impfpass. Ich bin geimpft, hab bloß eine Kreuzimpfung bekommen. Dann sagen die Amis, interessiert uns nicht, Kreuzimpfung zählen bei uns nicht. Bei uns, also dann zählt man nicht als geimpft. Dann zählt man als durchseucht mit irgendwelchen verschiedenen Impfstoffen. Bei den Amis ist das halt ein bisschen anders.
Vielleicht machen sie es auch richtig. Ich weiß das nicht. Diese Kreuzimpfungen werden hier ja auch nur gemacht, weil wir hier so Impfstoffknappheit haben. Mal haben sie das auf Lager, dann haben sie wieder das auf Lager, dann haben sie wieder das dritte auf Lager und sagen, okay, weg mit dem Zeug, rein in die Kundschaft, nach uns die Sintflut, dann sind wir den Mist los. Ne? Und die haben dann eben 2 Shots gekriegt und soll vielleicht auch ganz günstig sein oder auch nicht. Ist völlig wurscht, hauptsache die haben 2 Impfungen. Ne? Ja, da sagen die Amis, ey, tickt der nicht ganz richtig? Nein, läuft nicht. Ja, die Amis sind halt ein bisschen anders. Ob das richtig ist oder falsch, weiß ich, kann ich nicht wirklich beurteilen. Ja, egal. Ich bin durch. Schön, also einen super, super netten Gruß geht nach Österreich an den Peter. Der weiß dann schon, wer gemeint ist. Mein, ja, Canon HS 730 SX Freak oder SX HS 7. Ich weiß das nicht. Wie heißt die Bezeichnung? Das ist ja auch mal ein Chaos. Ne? SX, bei ihm war es die SX 730 HS. Und das hier ist ja die SX 270 HS. Auch eine coole Kamera. Ist auch eine geile Kamera. Ne? Auch im Blau. Ne? Auch schick irgendwie. Ne? Ich hätte sie mir, aber in Schwarz finde ich sie eigentlich besser. Ne? So klassisches Schwarz. Ne? Und gut, sie war halt blau. Ne? Und blau geht auch noch. Blau ist ja eine Jungsfarbe. Ne? Aber in rosa hätte ich sie mir nicht geholt. Ne? Rosa finde ich i. Ja. Ich habe nichts mehr. Ihr habt auch nichts mehr. Also sage ich, alles Gute. Gehabt euch wohl. Haltet mir die Treue und bis zum nächsten Video. Haut rein. Peace und passt gut auf euch auf. Tschüss.